Die neue Bundesliga-Saison ist noch in der Vorbereitung. Der Kampf an der Spitze läuft bereits auf Hochtouren. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat sich schon auf den Titelkampf mit Borussia Dortmund eingeschossen. Ich glaube, Bayern München ist an Emotionen im Fußball interessiert. Und Emotionen im Fußball bedeutet, dass auch eben Mannschaften an uns kratzen. Und es war von Anfang an klar, dass Borussia Dortmund jetzt angreifen wird, um uns das Leben auch in der Bundesliga, möglicherweise auch in der Champions League, schwer zu machen. Ich finde das spannend und auch gut. Beim offiziellen Fototermin im weit entfernten Dortmund sah man weit und breit nur strahlende Gesichter. Einzig Robert Lewandowski wollte kein Lächeln über die Lippen bekommen. Der Stürmer wäre gerne noch in diesem Sommer zu den Bayern gewechselt. Doch auch Rummenigge sieht schwarz für einen vorzeitigen Transfer. Ich kenne ja, oder Sie kennen ja alle die Aussage von meinem Kollegen von Borussia Dortmund und gehe mal nicht davon aus, dass er sich das nicht sehr gut vorher überlegt hat. Dementsprechend ist mir nicht bekannt, dass man in Dortmund neue Überlegungen angestellt hat. Also ich bin durchaus optimistisch, dass der Spieler dann eben im nächsten Jahr zu Bayern München wechseln wird. Auch mit Lewandowski im Kader sieht Dortmunds Coach Jürgen Klopp den BVB für die kommende Spielzeit in der unterlegenen Rolle. Im Interview mit der Welt am Sonntag sagte er: "Wir haben Pfeil und Bogen und wenn wir genau zielen, können wir treffen. Nur die Bayern haben gefühlt eine Bazooka. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen werden, ist also deutlich größer." Die Bayern zeigen sich von solchen Statements unbeeindruckt. Für Rummenigge handelt es sich dabei nur um Tiefstapelei. Man muss aufpassen in Dortmund, dass man nicht Wasser predigt und Wein säuft, wie es so schön heißt, weil ich habe da heute, ich glaube, in der Bildzeitung so ein Foto gesehen, die haben doch einen Vertrag mit Opel, da fährt einer im Ferrari vor. Also das sieht dann schon mehr so aus, als wenn die den Pfeil und den Bogen auch langsam aus der Hand gelegt hätten. Gemeint ist Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang, der zum Laktattest im Privatwagen erschien. Knapp einen Monat vor Saisonstart schießen sich die Bayern schon einmal verbal warm und können es kaum abwarten, den Kampf auf dem Platz fortzusetzen.